Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur. Die immer grüne Maske. Naja, DLC-mäßig sind wir heute nicht unterwegs. Aber eine Folge, die schon seit Ewigkeiten nötig ist. Da vorne steht mein Erzrivale mit seiner grünen Maske. Und der schreibt irgendwas in-game. Nein, der hat nur den Pokédex auf. Ja, heute habe ich mal meinen beiden Kollegen auf meinen Schultern mal freigegeben. Stattdessen werden Kai und ich zusammen die Pokédex-Einträge machen. Ich habe ihm geschickt, was er gleich zum Vorlesen hat. Ich gucke aber, dass ich dann auf derselben Seite bin. Ich bin einfach auch mal so freundlich und lass Kai einfach mal gleich zuerst vorlesen. Ich gebe ihm immer Signal, wann er vorlesen kann. Und wir haben uns heute drei spezielle Kämpfe vorgenommen. Einmal, dass wir mit unseren Story-Teams gegeneinander kämpfen. Das wird so der letzte Kampf sein. Der erste Kampf, den wir gleich austragen. Ihr könnt es an meinem Team sehen. Wir werden sechsmal mit dem gleichen Pokémon antreten. Wir werden übrigens jeden Kampf mit den strengen Regeln machen, dass Level, Training und so weiter egal ist. Und die Pokémons haben auch keine Items ausgerüstet. Also bei keinem von uns. Und wir haben dann noch zusätzlich als zweiten Kampf, also wir haben drei Kämpfe, wie gesagt, vor uns, dass wir einen Kampf machen, wo kein Typus doppelt vorkommen darf. Auch nicht nach dem Terra-Kristallisierung. Und da hatte Kai auch ziemlich zu knabbern gehabt, genauso wie ich. Ist übrigens schön, wie aus meinem Blickwinkel da hinten die Teile zensiert sind. Durch die Laternen. Wir haben uns extra diese Arena ausgesucht, weil die sehr schön beleuchtet ist, man hier viel sieht, der Hintergrund schön ist und wir hoffentlich nicht weggesetzt werden. So, ich gehe dann jetzt auf den Pokédex und Kai darf dann anfangen, sobald ich ihm ein Signal gebe. Wir haben übrigens nur die Kitakami-Einträge vor uns. Ihr kriegt hier jetzt einen Zeitstempel, falls ihr die Einträge überspringen wollt. Krebskor, das Grobian-Pokémon, der ihm schmutziges Wasser nichts ausmacht, muss es nicht mit anderen Wasser-Pokémon ums Futter streiten. Deshalb konnte es sich rasch vermehren. Krebutak, das Schlingel-Pokémon. Ein grobes Pokémon, das mit seinen riesigen Scheren wild um sich schlägt. Man sagt, dass es sehr schwer zu trainieren sei. Kann ich irgendwo nachvollziehen? Es ist schon auf Level 60, wenn man es fängt. Ungefähr. Nasknet, das Kompass-Pokémon. Es schützt sich bei Gefahr durch Gegenstände aus Eisen, die es mit erhöhtem Magnetismus an sich zieht. Voluminas. Das Kompass-Pokémon. Es strahlt eine starke magnetische Kraft aus, weshalb Elektrogeräte in seiner Nähe unbrauchbar werden. Also immer schön in ein Atomkraftwerk damit. Damit die auf jeden Fall einen Supergo haben. Skalück, das Windel-Pokémon. Durch seinen ständigen Appetit hat Skalück fortlaufend Wachstumsschübe. Deshalb muss es seine Schädelwände immerzu auswechseln. Gryfeldes, das Knochenadler-Pokémon. Aus der Luft überblickt Gryfeldes das Areal und stürzt sich auf geschwächte Beute. Es hat die Angewohnheit, sich mit Knochen zu schmücken. Alles klar, okay. Matsche von den Einträgen, ne? Smogon, das Giftwolken-Pokémon. Das giftige Gas in seinem Inneren ist etwas leichter als Luft, dadurch schwebt es stets in geringer Höhe. Smogmog, das Giftwolken-Pokémon, atmet das giftige Gase von Abfällen ein, bläht es sich auf und sein Inneres riecht noch schlimmer. Die sind aber auch nett zu ihren Pokémon. Zwirlicht, das Requiem-Pokémon, fixiert es mit seinem feuerroten Auge ein Opfer, saugt es ihm Lebensenergie aus und lässt einen schrecklichen Schauer über dessen Rücken laufen. Zwerglob, das Wink-Pokémon. Es heißt, sein eigentlicher Körper sei ein feuerrotes Auge, das in seinem Inneren lodert, doch niemand hat es je gesehen. Zwirfinst, das Greifer-Pokémon. Es reist zwischen dem Dies und dem Jenseits. Die Menschen fürchten es, dass um erhirrende Seelen aufsaugen und davontragen soll. Klingt mehr nach dem Sensenmann. So, und als nächstes darf ich die Pokédex-Einträge machen. Ich habe mir hier auch schon meine Liste offen, damit ich weiß, welche meine sind. Dann Kai sind es übrigens 21 heute und nicht 20. Er hat mein Zwirklub für mich weiterentwickelt. So, von meinen Schwerte zuerst Quaxu, das Frosch-Pokémon. Es ist der Anführer von Quapsel und Quapuzzi. Fängt Quaxu an, laut seinen Unmut zu äußern, werfen sich alle vor lauter Angst direkt zum Boden. Ja, das ist ein sehr angsteinflößendes Pokémon. Total. Auch auf dem Bild sieht es sehr angsteinflößend aus.
Als nächstes, Wieso, das Speer-Pokémon. Trifft es auf Feinde, stellt es sich auf seinen Schweif, um größer zu erscheinen und sie so einzuschüchtern. Und hier direkt die Entwicklung, Wiesenjoa, das Langleib-Pokémon. Es ist flink und sehr geschmeidig. Selbst wenn man es gefangen hat, kann es einem leicht wieder aus den Armen schlüpfen. So, als nächstes die Rettern, das Schlangen-Pokémon. Ein Pokémon, das im hohen Gras weit verbreitet ist. Es schnäbt in seiner Zunge vor und zurück, um Gefahr in seiner Umgebung aufzuspüren. Und hier ist direkt Arbok, die Entwicklung von Rettern, das Cobra-Pokémon. Es ist sehr hartnäckig und verfolgt seine Beute überall hin, wenn es sie einmal erspäht hat. Darker. Ja, aber richtig. Sieht auch bedrohlich aus. So, als nächstes Paragoni, das Baumstumpf-Pokémon. Es entstand, als sich die Seele eines verstorbenen Kindes in einem Baumstumpf einnistete. Auf der Suche nach Freunden bestreift es den Wald. Überhaupt nicht spooky. Nein, absolut nicht. So, als nächstes Meistergriff, das Muskel-Pokémon. Anstatt sich auf seine Stärke zu verlassen, setzt es Attacken ein, bei denen es seine Betonpfeile mit Hilfe der Zentrifugalkraft umherschwingt. Ich liebe das Bild zu Relaxo. Einfach dieses genervte Lucario. Relaxo, das Darktäuber-Pokémon. Deine Magensäfte können jedes Gift zersetzen. Es macht ihm nichts aus, Dinge vom Boden zu fressen. Ich wiederhole, ich liebe das Bild zu Relaxo, wie genervt die Pokémon da einfach rechts aussehen, weil Relaxo im Weg liegt. Da, ich muss mir das... wie immer auf der Brücke. So, auch schon die letzten zwei Pokémon. Hoothoot, das Eulen-Pokémon. Da es die Uhrzeit präzise ansagt, gilt es in manchen Ländern als Gottheit der Weisheit, die mit den Regeln der Welt vertraut ist. Und dann haben wir noch Noctu, das Eulen-Pokémon. Aufgrund seiner geschmeidigen Flügel fliegt es so leise, dass es sich unbemerkt seiner Beute nähern kann. Das waren die Pokédex-Einträge für heute. Es kann sein, dass der Part übrigens länger wird, je nachdem, wie lange die Kämpfe dauern werden. Aber hier könnt ihr nochmal sehen, bei 168 Einträgen bin ich jetzt. Das heißt, 32 fehlen noch, wenn ich nicht verzählt habe. 200 sind es ja. Und dann haben wir den Pokédex auch durch. Die Einträge kriegt ihr aber mit dem nächsten DLC, Leute. Ich werde aber auf jeden Fall gucken, dass ich alle Einträge bis zum nächsten DLC hole. Dass ihr da Bescheid wisst. So, und wir sehen uns dann gleich beim Kampf wieder. Ne, Kai? Mhm. Teilnehmendes Kampfteam. So, als allerersten... du hast eine Kampfzeit gesetzt? Obwohl, 20 ja, Minuten werden wir nicht brauchen. Die ist vorgegeben, die kann ich nicht ändern. Also da rechts seht ihr nochmal die Regeln. Besondere, doppelte... sind erlaubt. Items haben wir sowieso keine dabei und alle werden auf 50 gesetzt. Das heißt, alle, die über Level 50 sind, sind auf 50 und auch alle, die unter Level 50 sind, werden auf 50 gesetzt. So, und als allererstes wollten wir unser... Alle sind das gleiche Team. Oh, ich muss die Teams bearbeiten. Oh, ich merke gerade, ich habe nur ein Weibchen in meinem Team. Kann schon mal passieren. Ich nehme mal die drei Gefährten als Kampfmusik. Ich habe Cassiopeia als Kampfmusik hinterlegt. Du hast ja auch ein interessantes Team gewählt. Oh, jede Menge. Ah, Voltilams. Okay, jetzt muss ich gucken, welches das Punkt. Okay, das ist das. Jetzt muss ich gucken, welches Dummiesli ich wann benutze. Ich habe nur ein Weibchen und ich weiß nicht, welche Attacken es hatte. Ich weiß nicht, welches von denen mehr welches ist. Ich habe mir das nicht angeguckt. Das ist scheiße. Ich habe auf jeden Fall jeden Voltilam andere Attacken mehr gemacht. Ich weiß gerade nicht mehr, welches welches ist. So, bist du bereit für die Voltilam-Gang? Jo. Viel Spaß mit jede Menge Dummiesel. Wir hatten uns hier übrigens als Regel gesetzt, dass es Start-Pokémon sein müssen. Die dürfen nicht entwickelt sein. Also, sie müssen am Anfang ihrer Entwicklung gewesen sein. Ach man, wir wurden umgesetzt. Ja, setzen wir uns auf die Schule, das ist auch gut. Drücken wir wieder die Schulbank, ne? Du Miesel. Da kann ich das nicht mal tun, was ich eigentlich hervorhab. Ah, okay, das war dieses Voltilam. Okay, dann erstmal in Kai nerven. Au! Konfusischer. Ich glaube, zwei von meinen Voltilams haben das. Okay, Volti, du musst treffen. Warum ist der Dummi so schnell? Komm durch.
Nein! Norbert, Schlagbohrer. Okay, du hast heute die Lampe besiegt, aber du wirst niemals damit rechnen, was ich als nächstes für ein Pokémon nutze. Den Spruch kann man eigentlich so oft jetzt bringen. Verdammt, ich habe bei keinem von meinen Pokémon eine Attacke, die sehr effektiv ist. Das ist der Vorteil vom Normaltypen, du brauchst eine Kampfattacke. Ich hatte mir extra Beutelam so genommen, weil ich dachte, ey komm, Elektro hat nur eine einzige Schwäche. Los, Beutelam! Dummisel, komm zurück! Du feiger Hund! Los geht's, Dummi, noch ein Dummisel, du bist dran. Ach, sogar ein Shiny. Ach, das ja, hast du mir erzählt, er hatte rein zufällig beim Pokémon hochziehen. Oh Gott, das will ich machen, gar keinen Schaden. rein zufällig ein Shiny-Pokémon dabei bekommen. Oh, kacke. Oh, die Lagen, gib dir Mühe! Du hast denen auch allen verschiedenen Attacken beigebracht, ne? Natürlich. Ah, einen kann ich noch machen. Lichtschild! Das wird sich für die Zukunft rentieren. Beutelam, du darfst nicht daneben hauen. Ich find's schön, dass ich bei dir die Statusaufwertung nicht aktiviert haben bis jetzt. Jetzt kommen sie. Ich finde, Antikraft ist auch so ein richtig geiler Attack, ja, weil es alle Teile einfach hochbeamt. Selbst erstmal, komm schon! Komm, Beutelam! Nein! Try again! Komm schon! Nein! Beutelam! Bitte, gib dir Mühe! Du schaffst das! Ich glaube an dich! 5 KP! Nein! Und ich wieder daneben! Ich habe auf die Paralysierung gehofft. Beutelam, es war schön mit dir. Du bist so ein mieser Penner. Das ist der wahre Endboss, Leute. Ein Dummiesel. Nicht Ogerpon oder die anderen. Ich wollte die Runde noch abwarten, bis der Lichtschild weg ist. Du bist so mieser. Ich hätte jetzt rein zufällig Endboss sonst noch Lichtschild machen müssen, die letzte Runde. Ich hab ein Problem. Du hast ja effektive Attacken, ich nicht. Zumindest bei einem auf jeden Fall. Mit zwei antiken Kraftboosts kann ich durchaus leben. Ich muss gerade überlegen, was für ein Pokémon nutze ich. Ich nutze Voltilam! Ich habe auch extra nur Wiederbälle benutzt. Oh nein. Wow. Okay, das habe ich nicht erwartet. Dass der so viel, dass der so hart reinknallt. Ich glaube, den Kampf habe ich verloren. Ich will fair sein und switch mein gepowertes Dummiesel mal raus. Ich muss also so oder so nochmal bekämpfen. Ja, aber dann ist es nicht mehr so hart geboostet. Dummiesel, komm zurück zu mir. Du hast deine Arbeit getan. Du hast mein halbes Team vernichtet. Los geht's, noch ein Dummiesel. Komm, Fußstrahl! Oh, das könnte jetzt witzig werden. Ich hoffe, das ist einer, der viel im Angriff hat. Moment, das kann ich ja nachgucken. So, dann gehen wir direkt noch in die andere Richtung. Ich glaube, das ist sogar eines. Das war ein spezielles. Ja! Armes Dummiesel! Es hatte Bilder von Sunny im Kopf. Verteidigung steigt drastisch. Warte, wie viele Punkte war das? Drastisch 3.
Komm, du hast doch bestimmt noch mehr Bilder von Zwani. Scheiße. Ah, schade, ich habe auf die Verbrennung gehofft. Wenigstens habe ich maximale normale Abwehr. Hau dich komm, selbst! Diesel. Hau dich los! Durchbricht die Verwirrung! Es lebt noch! Nein! Und du hast nicht. Vor allem ich treffe mit den Attacken, die in derselben Richtung liegen und du haust daneben. Wie war das so? 100, von 100 Attacken 70 treffen, 30 gehen daneben? Ich glaube, die habe ich. Nein! Ja, die Verwirrung ist vorbei. Du Miesel, Terrorausbruch! Mann, gebt euch doch wenigstens Mühe, ihr dummen Lämmer! Ich glaube, ich habe ein sehr viel besseres Team zusammengebastelt. Okay, jetzt kommt mein physisches. Der hat Schaden genommen. Nein, doch, der hat Schaden genommen. Mit dem habe ich geleadet, in den switch ich nicht rein. Darf ich wenigstens eins kaputt kriegen? Nein. Sämtliche meiner Doom-Miesel bis auf eins am Ruheort. Kann die alle hier. Schaufler! Jetzt ist die Wolle schön dreckig. Ich hatte übrigens anfangs als Scherz mir so überlegt, einfach mit Team Carport an den Start zu gehen. Nein! Achso, ich dachte, du sollst auch schon planen. Los geht's, du Miesel. Teilweise. Au. Wow. Okay, das hat wehgetan. Bitte. Bitte lass es genug sein. Ja! Oh, du bist schnell genug. Ja, das ist schön. Hier unten kann mir niemand wehtun. Ich lebe noch. Ja, das macht keinen Schaden, ohne dass ich gebe dir diese Genugtuung nicht. Wenn du dich damit selber tötest. Nein, du hast dich immer selber umgelegt. Ich wollte diese Genugtuung nicht gönnen. Okay, jetzt kommt mein einziges weibliches Voltilam. Wie viele Voltilam, du schaffst das, ich glaube an dich. Das ist dein letztes. Dummiesel, komm zurück. Das ist nicht nur irgendein Voltilam. Das ist das Voltilam. Ach, ich hab nicht mal an den Terra-Typen rumgefingert. Die haben alle den normalen Terra-Typen. Ich hab auch nicht dran rumgefingert. Das resettet sich übrigens mit jedem Kampf. Also wir haben jeden Kampf eine Terra-Kristallisierung zur Verfügung. Kombustrahl! Ich sagte doch, das haben ein paar. Dieses Dummiesel wird dich so sehr foltern jetzt. Bitte hau dich selbst, dann kann ich dich foltern. Dummiesel! Ja! Nein! Und jetzt wirst du gefoltert! Und T-Ray. Verwirrt und paralysiert! Komm bitte! Ach Mann, du bist so kacke. Warum wollen meine Voltilams nicht treffen? Du Miesel, los geht's. Gedankengut. Einfach auf Nummer sicher gehen. Ich weiß, warum ich auch nochmal sicher gehen wollte. Gedankengut, du Miesel. Mensch. Ich weiß, warum mich das nerven soll. Aber ich kann dich auch nerven. Das ist das einzige Wort, die Leute, dass ich schnell genug ist, um deins auszukontern.
Ja, weil du mich paralysiert hast. Los geht's, du Miese. Einrollen. Ins eigene Gesicht hauen, meinst du? Ich mach doch eh keinen physischen. Und wenn du deinen physischen erhöhst, machst du dir doch selber mehr Schaden, wenn du dich selbst triffst. Komm, Volti, bitte! Danke! Dieses Voltilam soll einen speziellen Zweck, dieses Dummiesel soll einen speziellen Zweck erfüllen. Ja, wie auf den Sack gehen. Ja! Das hat ja fast gar nichts gemacht. Dann kann ich gut und gerne nochmal einrollen setzen. Ich glaube, ich gehe einfach auf die andere Attacke, Donner will nicht. Ich habe extra dafür gesorgt, dass mindestens die Hälfte meiner Pokémons Donner kann. Damit ich auch was zum Damage machen habe. Außerdem natürlich, was hier physisch geht. Oh, das sollte eigentlich reichen für das, was es tun soll. Zauberfall! Wow. Komm, hau dich bitte, ich will die Verwirrung nicht mitnehmen. Nein, natürlich nehme ich sie noch mit. Was sollte das denn jetzt werden? Ein geboostetes Dummiesel in den Kampf schicken. Ja, zumindest die Paralysierung bin ich los. Nicht für lange. Du weißt, dass Terra auch schneller sind. Nicht, wenn ich nicht mehr verwirrt bin. Aua. Nein, Voltilam! Wo ist das schön, Styler Voltilamer? Du hast dein Bestes gegeben. Das war witzig. Du bist witzig. Ich habe einmal irgendwann ein Foto gemacht, ne, und das nie gewechselt. Ich habe das niemals gewechselt. Ich hatte gesehen, man kann ein Foto dafür machen, habe ich einfach eins Just for Fun gemacht. Das war sogar während Aufnahme. Ich müsste eigentlich müssen wir jetzt noch mal raus und dass du die Teams zusammenbauen kannst? Oder kann ich einfach mit denselben Regeln weiterspielen? Das will ich gerade testen. Spielen wir jetzt einfach mit denselben Regeln weiter? Ach, man kann das Team wechseln. So, Team 2 ist hier mit den Typus darf sich nicht doppelt zeigen. Das ist das Team. Drucksicherheitshalber nochmal. Also ihr seht das jetzt gerade bei mir. Ich habe nur zwei Pokémon, die ich Terra-Kristallisieren darf, weil ich sonst einen Typus doppelt hätte. Also erst nach der Terra-Kristallisierung zählt das mit den Terra darf nicht dasselbe haben. Das wird sehr interessant werden. Mal gucken, ob du die Abfahrtrunde auch überstehst. Oh, ist das dein heutiges Ziel, mich einfach zu nerven? So ein bisschen, ja. Oh wow. Das habe ich nicht erwartet, dass du da mit dem legendären Eisviech ankommst. Es gab keine Limitierung, dass du kein legendäres nutzen darfst. Ich würde nur Zoroark nerven. Ja, das wird echt. Du hast sowieso keine Ahnung, welches Pokémon beherrschen kann, aber zumindest ein bisschen sinnvoll soll es sein. Ich werde mir doch nicht alle 120 Attacken. Das war jetzt nur ein Musterbeispiel. Du mit deiner Maske. Bist du schüchtern? Es könnte für mich zum Vorteil sein, sofern das nicht in Wahrheit Zorak ist. Obwohl, dann wäre es auch für mich vom Vorteil. Ist ein Unlicht. Nein! Du miese Drecksau. Sehr effektiv. Bist du Zorak? Nein. Nein. Jetzt habe ich zweimal hier Scheiße um mich liegen. Ich weiß, welche zwei ich Terra kristallisieren darf. Mache ich das jetzt oder? Warte mal, ich schreibe es mir sicherheitshalber auf.
Lumiflora, Finale! Dein Ernst? Ich bin Stahl! Ich habe aber leider keinen anderen Damaging Move. Ja, hier ist mein Team besser. Ich hau jetzt nichts. Was sagst du jetzt? Ich glaube, hier habe ich das bessere Team gewählt. Oh, scheiße. Viel Spaß mit dem Viech zurechtzukommen. Ja, ich seh's. Weißt du, was meine Antwort ist? Rauswechseln. Ich weiß, dass ich Schaden bekomme. Aber ich kann mir vorstellen, was für eine Attacke du gewählt hast. So, Spitze, Steine, Gift. Du bist so ein mieser Hund. Nee, du hast Falter reingewählt. Kacke, ich hatte darauf gehofft, dass du auf Angriff gehst. Ich habe erwartet, dass du sowas tust. Ich habe erwartet, dass du mit dem Feuerfinger zu Gladys versuchst reinzuwechseln. Raus aus meinem Kopf! Backbars. Autschen. Na, ja, das macht nicht viel. Kopf! Ach, schade. Au! Ja, ab dem Punkt wird jedes von meinen Pokémon vergiftet. Komm, Volltreffer, nimm ihn wenigstens mit! Ja! Brauchst es nicht mehr einen Volltreffer. Komm, mit einem HP! Komm! Schade. Nein. Den Anzug Gladys nehme ich auch mit. So. Was? Was ist jetzt das nächste, was gefährlich wird? Ach komm, nehmen wir dich. Ich glaube, ich habe eine Scheißwahl getroffen. Baojian. Ich hätte Gastrodon nehmen müssen. Aber wenigstens geht deine Verteidigung runter. Verstehe ich einen Hit? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich hab drauf gepokert, dass du angreifst. Ach, das war Zoroark. Gut, bin ich ja, das losgeworden. Das normale Lashoking kann so einen Treffer einstecken. Aber Zoroark kann so einen Hit nicht einstecken. Die drei deiner Pokémon bin ich schon mal losgeworden. Ich glaube, ich habe das bessere Team gefehlt. Ich glaube es nur. Du wirst mich gleich eines Besseren belehren. Tischler funktioniert übrigens, ich greife zuerst an, wenn du auch einen Angriff machen willst. Ja, das war klar, sogar ein Volltreffer, ja! Da hat der Volltreffer aber auch gelohnt. Wenn das kein Volltreffer gewesen wäre, hätte es Lashoking nicht erwischt. Ja, nur noch zwei Pokémon. Das ist für all meine Wolltie, glaube ich, die du gerade eben auf dem Gewissen hast. Vergiss nicht, dass ich auch noch Verderben habe, ne? Das ist nicht interessant. Ja, aber wenn ich fast tot bin, dann kann ich das nutzen und dann hast du auch nur noch Hälfte. Das Viech ist auch komplett overpowered. Ja. Es gab keine Regel dafür, dass du keine legendären bzw. mysteriösen nutzen darfst. Du hättest auch mit Ogapon antreten dürfen. Ich habe bewusst in allen Teams darauf verzichtet. Na gut, jetzt kannst du ja nur Terra machen, ne? Oh, ich habe die richtige Attacke gewählt. Ich habe Eisabfrage genommen.
Ist aber vom Prinzip auch nur ein Eis-Pokémon. Also du kannst die Legendären eigentlich auch sehr gut wegrecken, wenn du die richtigen Attacken nutzt. Ja, das Viech ist brutal schnell und verteilt so harte Hits, weil das der Angriffswert von dem Viech schon sowieso so hoch ist. Durch die Fähigkeit, das Viech ist nicht so umsonst in den kompetitiven Turnieren verboten mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es bei Competitive abläuft. Ich spiele es nicht so wirklich Competitive. Aber es steht jetzt 1-1. Unsere Story-Teams entscheiden jetzt, ne? Wer das heutige gewinnt. Mit meinem Story-Team nehme ich dich auseinander. Und das, obwohl ich nicht mal die Fähigkeiten der Starter... Im Übrigen, welche meiner beiden Pokémon hätten Terran nutzen können? Das ist dein Story-Team? Hm? Das ist ein sehr interessantes Team. Das ist Delfinator, ne? Hm. Wie war das? Einer von deinen muss draufgehen, damit sich das zu dieser Heldenform macht? Nö. Oder was war der Hintergrund, dass die Heldenform nimmt? Rauswechseln und wieder reinkommen. Das ist jetzt ein Psycho-Spielchen, mit welchem Pokémon du zuerst ankommst. Welches von meiner Pokémon hätte am wenigsten Probleme? So, Kai, der finale Kampf. Der Endboss steht vor mir. Werde ich es schaffen, Leute? Werde ich ihn ausschalten können? Scheiße, ich habe den falschen Pokémon gewählt. Okay, ich hätte mir eigentlich denken können, dass du mit Delfinator anfängst. Weil du ihn ja eigentlich auswechseln willst, ne? Los geht's, Delfinator. Rollwende. Autsch. Glück, dass das Salzigant so massiv defensiv ist auf der physischen Seite. Ja, überlege ich mal, welches Pokémon du reinholst. Das kriegt auf jeden Fall eine Attacke mit hoher Volltrefferquote ab. Ich habe kein Läuterseits mehr auf Salzigant. Würde davon ausgehen, dass ich eine Steinkante abkriege. Was kann die Steinkante am ehesten tanken? Du kannst das nicht. Du müsstest das tanken können. Bitte triff. Tankt sogar sehr gut. Was, welches Typen Subtypus? Oh Scheiße. Bitte, bitte Salzigant, du musst es rechtzeitig schaffen. Ja, bitte, komm, du musst treffen. Du musst treffen. Das ist die einzige Bodenattacke, die ich habe. Ja! Ha! Und ich stehe immer noch. Nein! Seid ihr an ausweichen? Den kannst du nicht mehr ausweichen. Du ach ja, kannst Samen nicht mit meinem... Hey, ich sag, hatten wir nie ausgemacht, keine Items? Ich hab doch gesagt, im Story-Team habe ich Items drauf. Ich habe bei meinem kein einziges Item. Oh. Das habe ich sogar anfangs gesagt. Kai? Es sind nur Items, die ich in der Story sowieso verwendet habe, die ich da drauf hatte. Da habe ich nicht mehr was dran. Da habe ich nicht mehr wirklich drauf geachtet, was ich drauf habe. Das war ein Fehler meinerseits. Ich dachte, wir hätten im Story-Team hätten wir Items mit drin. Autsch. Töte mich einfach selber. Nein, tust du nicht. Nein, im Ernst, ich stehe ja mit einem Leben. Wenn ich das jetzt hier trotzdem gewinne. Das hätte so geil werden können. Gellokrok ist gefährlich. Zumindest teilweise. Los geht es. Delfinator. Das ist das erste Mal, dass ich diese Form sehe.
begutachte diese wohldefinierten Muskeln. Wusstest du übrigens, dass mein Skillecock Donner zahlen kann? Macht eh keinen Unterschied. Wenn es am Düsen hier vorbeikommt. Ja, gibt für mich nur eine Auswahlmöglichkeit. In der Hoffnung, dass der Blumentrick ausreicht. Was knall ich dir jetzt vor den Latz? Das oder das? Ich nehme das. Wandlungskunst! Ach fuck, ich hab vergessen, dass du Wandlungskunst drauf hast. Hallo? Umfallen! Nicht mit einem HP überleben! Es waren 3. Wie viel Luck muss man haben? Nix da! Ich leb doch! Ich weiß, dass es war nicht der Zweck, dich zu töten. Es sollte nur Schaden machen, bevor ich drauf gehe. Okay, die 2 Pokémon habe ich, glaube ich, da unten. Den gleich. 2-2. Gleich ist es 3-2. Katapultra. Geh, Katapultra. Du bist dran. Eigentlich sollte Katapultra schneller sein als Moscagato. Und ich habe inständig gehofft, dass du keinen Tiefschlag hast, weil ich nicht im Kopf habe, ob Moscagato Tiefschlag hat. Es kann Tiefschlag lernen, habe ich aber nicht. Das ist gut. Um Wandlungskunst rumzuspielen, ist echt anstrengend. Ich wollte ich mir Knuddler gerade wegknuddeln. Ich hatte über den Tiefschlag nachgedacht, aber ich hatte es nicht drin. Die Befriedigung gönne ich dir nicht, die du gerade im Kopf hast. Brauche ich mein Katapultra noch? Nicht wirklich. Ich weiß, dass Katapultra auch Drachenattacken hat. Das kam mir hier gerade am sinnvollsten vor. Und es war eine gute Idee. Ich habe eigentlich erwartet, dass du versuchst, mich mit einem Großklingenstoß aus dem Weg zu räumen. Nix da, ich gehe auf Nummer sicher. Ich weiß, wie stark Katapultra ist. Ich weiß, dass mich die Attacke Insta gekillt hätte, hätte ich die Terra nicht genutzt. Ja, und jetzt kommt mein größtes Problem. Hast du irgendwas, was mich sehr effektiv trifft? Vielleicht. Ich beantworte es dir, sobald Espinodon im Grab liegt. Oh, den Knopf habe ich versehentlich gedrückt. Das wollte ich eigentlich nicht, aber es sollte auch funktionieren. Ich habe keine Eisattacke gewählt, falls du das fragen wolltest. Hast du dich gerade so sehr? Ich weiß sehr gut über Espinodon Bescheid. Ich habe selber eins und ich weiß genau, dass ich es mit Feuerattacken nicht angreifen brauche. Ich lebe noch! Und ich stehe immer noch. Erscheint, ich habe Trugschlag noch drauf! Das sehe ich jetzt erst. Das hatte ich extra für die legendären Hans drauf. Das hatte übrigens auch mein dazu geladenes Gardin. Standard Z.
Los, Bailonda! Hochmut und Wellentanz, das ist eine wirklich widerliche Kombination. Du meinst Wogentanz? Ja, Wogentanz. Es kommt doch 100 pro Mascarato jetzt als nächstes. Obwohl, ich habe Kampfattacken. Überleg's dir. Du wirst Hochmut! Und dein Hochmut bufft dich auch. Los geht's. Gardevoir. Das könnte scheiße werden. Mondgewalt. Aqua-Durchstoß. Vollkommen unnötig gefühlt. Lucario, bitte sag, du bist schnell genug. Wir haben beide keine Terra mehr. Gardevoir. Ja! Nein, der Sternhieb kommt noch durch. Verdammt. Ich wollte die eine Magie... Oh, ich habe jetzt einen Vorteil dir gegenüber. Ich wollte dir eine Magieflamme um die Ohren zimmern. Ich habe einen Vorteil, du bist undicht. Und du hast kein Terra mehr. Ich glaube auch nicht, dass du Wandlungskunst hast, ne? Nee, habe ich nicht, weil ich an den Starter nicht rumgefingert habe, weil ich das komplette Story-Team genommen habe. So also. So wie ich das in der Story gespielt habe. Möchtest du jetzt meinen Nahkampf oder möchtest du ihn gleich? Ja! Und das, obwohl du Items hattest. Ich hatte keine Items und hab trotzdem es noch geschafft, Leute. Oh, das war aber trotzdem GZ, ne? Also GG, gut gespielt, ey. Das war ganz knapp. Da haben sich die Fähigkeiten ein bisschen ausgewogen. Weil du an den Fähigkeiten rumgefingert hast und nicht mit der reinen Story unterwegs war. Du hattest aber Items im Gegensatz zu mir. Also Leute, 2-1 ist es am Ende ausgegangen. Den 6-6-Kampf hat Kai gewonnen, wo wir 6-mal das gleiche Pokémon hatten. Den verschiedene Typus-Kampf habe ich gewonnen und den Story-Kampf habe ich gewonnen. Gut gespielt, sage ich auf jeden Fall an der Stelle. Das waren auf jeden Fall interessante Kämpfe. Magst du noch mal zum Abschluss dich neben mich stellen? Nö. Hier kriegt noch ein Duo-Selfie. Maxi, oh, er ist gegangen. Ja, gut, Leute. Das war der Spezialkampf, den es mit Kai gab. Das nächste Video gibt's erst mit dem nächsten DLC. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Dabeisein für diese Spezialfolge. Wir können ja vielleicht am Ende des nächsten DLCs nochmal ein Rematch machen, wenn du möchtest. Da würde ich dann aber bei den 6er-Team eventuell andere Pokémons nehmen. Oder ihr könnt ja Vorschläge in die Kommentare schreiben, hier unter dem Video, was für spezielle Kämpfe man machen könnte. Wir machen aber dann, wie gesagt, ohne Items beim nächsten Mal. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo es dann mit dem nächsten DLC weitergeht. Ciao und bis dann!